Jobs und Bildung, das Magazin. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Jobs und Bildung. Keine Berufsausbildung bedeutet nicht automatisch auch kein Job. Allerdings laufen Menschen ohne Berufsausbildung häufiger mal Gefahr, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Es gibt allerdings spezielle Qualifizierungsmaßnahmen, die da helfen könnten. Martin Buchenberg steigt in einen Abschleppwagen. Ein paar Wochen lang war das Fahren und Abtransportieren von Fahrzeugen seine tägliche Arbeit bei der Firma Schlichtling in Nesselwang. Doch dann wollten er und vor allem sein Arbeitgeber mehr. Der Herr Buchenberg war bei uns Lkw-Fahrer, konnte da im Bereich Lkw-Fahren sehr viel, aber das technische Verständnis vom Fahrzeug hat ihm einfach gefehlt. Weil wir können nicht einfach ein havariertes Fahrzeug abschleppen, wenn nur eine Sicherung kaputt ist. Und die Überprüfung, die war ihm halt nicht möglich. Und dann haben wir ihm angeboten, dass er vielleicht eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung anhängt. Eigentlich hatte Schlichtling Peter einen Lkw-Fahrer gesucht für einen Abschleppdienst. Und ja, ich habe mich da beworben und das hat so funktioniert. Und dann kam die Frau Schlichtling zu mir her und hat gemeint, ob wir nicht eine Umschulung zum Kfz-Mechatroniker machen wollen, weil was mich eigentlich schon immer interessiert hat. Ich habe eigentlich schon immer an Motoren rumgeschraubt und privat auch immer was gemacht. Also ja, das macht eigentlich so ganz Spaß. Unterm Strich waren es seine Vorgesetzten, die mehr in ihm gesehen hatten, als in Anführungszeichen nur einen Lkw-Fahrer. Und mit dem Angebot zur Berufsausbildung haben sie bei ihm einen Nerv getroffen. Der hatte noch keine abgeschlossene Berufsausbildung mit 27 Jahren, hat also irgendwo immer am Schluss Sand hochgeworfen. Und habe mich dann mit ihm unterhalten, ob er nur einmal was probieren möchte. Und da war er eigentlich sofort Feuer und Flamme. Der hat eine Woche Praktikum in der Werkstatt gemacht und hat gesagt, endlich hat mir einer gesagt, für was ich da bin, das kann ich. Einfach das Handwerkliche, das möchte er machen. Von seinen Leistungen sehr angetan ist auch Ausbildungsmeister Thomas Schober. Dass sein neuer Lehrling älter ist als viele andere, sieht er nicht unbedingt als Nachteil. Ganz im Gegenteil. Er macht das eigentlich recht gut. Ich meine, er nimmt die Aufgaben, die man ihm stellt, sehr ernst. Setzt das eigentlich soweit auch sauber um unter Anleitung. Hab da auch schon andere gehabt, wo es nicht ganz so einfach war. Aber wie gesagt, das zeigt auch das Alter von Herrn Buchenberg eigentlich, dass er einfach da auch schon ein bisschen weiter ist. Für Martin Buchenberg ist die Situation ein Glücksfall. Mit der Qualifizierung steigen sowohl Jobsicherheit als auch seine Verdienstaussichten. Für einen jungen Familienvater wie ihn zwei ganz gewichtige Argumente. Von der Zufriedenheit, endlich seinen Beruf gefunden zu haben, mal ganz abgesehen. Ich habe es mir eigentlich schon mal überlegt gehabt, aber irgendwo dachte ich, ich wäre zu alt. Und natürlich ist gerade viel zum Lernen und ja, bin zwar spät dran, aber hoffen wir, dass es was wird. Martin Buchenberg ist nicht der Erste, der bei Schlichtling eine Umschulung macht und vermutlich auch nicht der Letzte. Das haben wir öfter. Ich habe schon einen Brauer gehabt, der das gesundheitlich nicht mehr machen konnte, also ein Bierbrauer. Und dem haben wir das dann auch reingedrückt, haben den Kfz-Mechatroniker-Lehre machen lassen. Verkürzte Lehrzeit, 24 bis 28 Monate. Die müssen natürlich sehr fleißig sein, aber für uns nur von Vorteil. Die Erfahrungen mit früheren Umschülern jedenfalls sind durchweg positiv. Und die allermeisten von eben diesen Umschülern auch immer noch als Mitarbeiter im Unternehmen aktiv. Also mir ist dann eigentlich ganz glücklich, dass die meisten bleiben. Ja, das ist eine harte Zeit, eine Lehrzeitverkürzung um ein Jahr. Also denen fehlt ja ein komplettes Jahr. Die Kfz-Mechatroniker-Ausbildung sind 3,5 Jahre. Die kriegen nur 28 Monate. In der Zeit müssen die komplette Ausbildung machen. Und das Tolle ist, dass wir einfach im Team arbeiten. Die fühlen sich wohl und deswegen möchte ich die vorher mal anschauen, dass die auch reinpassen ins Team. Grundsätzlich sage ich, ist es positiv, wenn man einen älteren Lehrling hat. Ja, wie gesagt, Umschüler, ganz klar, die haben schon irgendwas gemacht, die sind etwas älter, wenn sie einsteigen und das ist also für mich gesehen eher positiv. Die sind gedanklich einfach etwas weiter und haben eigentlich sicherlich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung im Leben gemacht, was sich positiv darstellt. Vielleicht macht sich diese Erfahrung auch darin bemerkbar, dass sich die Umschüler gut ins Team einfügen können, ja, einfügen müssen. Für die Firmenleitung jedenfalls ist der Teamgeist einer der wichtigsten Gründe für die bisher so guten Ergebnisse. Eigentlich nur positive Erfahrungen. Also wir schauen uns die immer vorher an. Die können bei uns auch schon ein paar Monate arbeiten, bei vollem Lohn. Und ich habe dann die Möglichkeit, über den Wegebau, über die Agentur von Arbeit, das irgendwo anzuleiern, dass die vielleicht eine Umschulung kriegen, weil sie gering qualifiziert sind. Für Ausbildungsmeister Thomas Schober gibt es neben der Motivation und der größeren Erfahrung bei Umschülern einen weiteren positiven Aspekt. Verantwortungsbewusstsein. Die Verantwortung sehen die Jungs halt ganz anders in dem Alter.
was da dahinter steckt. Und das müssen eigentlich auch Neueinsteiger mit 15, 16, 17 Jahren eigentlich meistens erst mal lernen. Was trage ich mit dieser Aufgabe für eine Verantwortung? Martin Buchenberg jedenfalls fühlt sich trotz der Arbeit und dem Lernen wohl. Er ist froh, die Möglichkeit zur Umschulung bekommen zu haben. Bei mir ist jetzt Peter Litzka. Sie sind Chef der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Herr Litzka, wie viele Menschen im Allgäu nehmen an so einem Qualifizierungsprogramm teil? Im vergangenen Jahr hatten wir rund 200 Betroffene, die eine Qualifizierung in dem Programm gemacht haben. Auch dieses Jahr hat es gut angefangen. Wir haben schon eine größere Zahl, rund 50, in das Programm nehmen können. Ich denke, es ist wichtig hervorzuheben, dass es ein Programm ist für den Bereich der Helfer, also für Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder deren Berufsausbildung schon längere Jahre zurückliegt. Dann ist hervorzuheben, dass dieses Programm sich richtet an Qualifizierungen, die quer durch die wirtschaftlichen Bereiche gehen, also den gewerblich-technischen Bereich, Kfz-Mechatroniker als Beispiel oder auch Pflegeberufe, die sehr oft vertreten sind. Normalerweise kümmert sich die Agentur für Arbeit um Menschen, die in Arbeit kommen wollen. Warum kümmern Sie sich jetzt um Menschen, die schon Arbeit haben? Ich denke, es ist wichtig, Prophylaxe zu betreiben, vorzubeugen, dass Menschen nicht arbeitslos werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand arbeitslos wird, der keine Qualifizierung in seinem Leben gemacht hat, ist größer, deutlich größer, als bei den anderen, die eine berufliche Ausbildung haben. Wenn Sie in die Zukunft schauen, wird diese Tendenz eher stärker werden. Und deswegen ist es wichtig, berufliche Arbeitsverhältnisse zu stabilisieren und nicht erst zu warten, bis jemand arbeitslos wird. Wie groß ist der Erfolg dieser Qualifizierungsmaßnahmen? Der Erfolg ist groß. Wir haben, wie gesagt, eine größere Zahl, die wir gefördert haben, und die Stabilisierung ist sichtbar. Wie komme ich an so ein Qualifizierungsprogramm, wenn ich jetzt Hilfsarbeiter bin und sage, ich möchte jetzt meinen Job ein bisschen sichern? Was muss ich da machen? Ich glaube, der betroffene Mitarbeiter sollte sich bei seinem Arbeitgeber melden, dass er an einer Fortbildung interessiert ist. Ohne ihn geht's ja nicht. Den Antrag als solchen stellt der Arbeitgeber. Die Leistungen bekommt auch der Arbeitgeber. Er wendet sich dann an unsere Fachkräfte, die wir extra dafür vorgesehen haben. Herr Litzka, ich bedanke mich. Und was diese Förderung genau bringt, das schauen wir uns im nächsten Beitrag mal an. Zu Besuch bei Gabriel Chemie in Weitenau. Rund 100 Beschäftigte arbeiten an diesem Standort. Die Firma selbst zieht sich als Zulieferer für andere Hersteller. Sie stellt unter anderem Farben und UV-Schutzmittel her, die später in Kunststoffen landen. Ein Spezialgebiet, wofür man qualifizierte Mitarbeiter mit besonderen Fachkenntnissen benötigt. Wir messen uns halt hier in der Region mit sehr großen, namhaften Firmen und werben um gute Arbeiter und gute Mitarbeiter. Und auch das Produkt, was wir machen, ist eben relativ komplex. Und so bilden wir halt nur sehr, sehr gerne selber aus. Und wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir gute Mitarbeiter, gute Kolleginnen und Kollegen hier langfristig binden können. Und dazu zählt eben auch das Ausbildungskonzept, das wir anbieten. Andreas Ebenhoch befindet sich gerade in einer Umschulung. Angefangen hat er bei Gabriel Chemie 2010 als einfacher Arbeiter. Sein Ziel ist es, Verfahrensmechaniker zu werden und zum Schichtleiter aufzusteigen. Damit verbunden wäre auch eine nennenswerte Gehaltserhöhung. Zusammen mit einer größeren Jobsicherheit war das für den 34-Jährigen der Hauptgrund, nochmal die Schulbank zu drücken, trotz einiger Bedenken. Ob ich das jetzt mit meinem Alter noch schaffe, mit wegen den Noten und alles drum und dran. Aber so jetzt mittlerweile läuft es ganz gut. Bin eigentlich sehr zufrieden. Und alles andere ergibt sich nächstes Jahr. Gabriel Chemie nutzt immer wieder die Möglichkeit, Mitarbeiter mit Unterstützung der Agentur für Arbeit um- und fortzubilden. So kann die Firma dem Thema Fachkräftemangel frühzeitig begegnen. Zum Vorteil von Firma und Mitarbeitern, wie beispielsweise Sebastian Gerlach. Wir haben sehr langfristige Personalplanung, weil wir eben lange ausbilden müssen, bis wir in den Führungsebenen auch die Personen haben, die wir dort brauchen. Als wir mit dem Herrn Gerlach angefangen haben, weil wir wussten, dass unser Produktionsleiter 2022 in Rente geht, haben wir eben versucht, hier eine rechtzeitige Weichenstellung vorzunehmen. Und mit dem Herrn Gerlach ist es wunderbar aufgegangen. Also wir hatten diesen Ausbildungsplan mit ihm besprochen, ihn auch so vorgesehen. Angefangen hatte Sebastian Gerlach 2006 als Produktionsmitarbeiter. Diese Maschinen hier kennt er immer noch aus dem FF. Für ihn bedeutet der Aufstieg mehr Zufriedenheit, Sicherheit,
gleichzeitig aber auch mehr Geld. Oh, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, es ging nicht um die Kohle. Irgendwo spielt das mit rein, nur ich bleibe ungern stehen. Ich könnte jetzt nicht 10 Jahre an der Maschine stehen und mit 50 sagen, ich habe das erreicht. Jobsicherheit ist sicherlich, auf jeden Fall, weil wenn ich weiterkomme, will man mich ungern loswerden. Das ist eine Mordssicherheit. Und der Spaß dahinter. Also ich stehe früh immer noch gerne auf und sage mir, ich komme gerne her und reiß was. Heute, 10 Jahre nach dem Einstieg bei Gabriel Chemie, steht Sebastian Gerlach vor dem Sprung zum Produktionsleiter. Die Firmenleitung ist deshalb überzeugt vom Konzept der Qualifizierung von Beschäftigten. Wir für uns werden auf jeden Fall diesen Weg so weitergehen, auch mit dem Arbeitsamt Kempten speziell so weitergehen, weil es für uns einfach sehr, sehr fruchtbar war bislang und wir auch die Ziele, die wir verfolgen wollen, damit erreichen können. Unterm Strich können beide, also sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, profitieren. Der Arbeitnehmer, weil er sozusagen seinen Marktwert erhöht und damit seinen Job absichert. Und natürlich auch, weil er so mehr Geld verdienen kann. Aber auch der Arbeitgeber hat etwas davon. Er kann auf diesem Weg Mitarbeiter ganz nach seinem Bedarf ausbilden. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels. Das war Jobs und Bildung für heute. Bis zum nächsten Mal.